Damen und Herren, verehrte Mitglieder der Jury, verehrte Vertreter des konsularischen Chors, der Kirchen, der Religionsgemeinschaften, der Behörden, der Kammern, sehr verehrte Frau Vorsitzende des Migrationsbeirates, vor allem, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, ein herzliches Grüß Gott. Heute ist ein besonderer Abend. Heute verleihen wir den Phoenix-Preis 2017. Das ist für die Landeshauptstadt München eine bedeutende Veranstaltung. Und das können Sie daran erkennen, dass gleich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen aus dem Münchner Stadtrat erschienen sind, die ich sehr herzlich namentlich begrüße. Das ist jetzt einfach in der Reihenfolge der Meldung. Das ist die Kollegin Katrin Habenschaden, die Kollegin Renate Kürzdörfer, der Fraktionsvorsitzende der FDP Dr. Michael Maltar, Stadtrat Marian Offmann, Thomas Rampft, die Kollegin Alexandra Gassmann und der Kollege Thomas Schmidt, allesamt aus dem ehrenamtlichen Stadtrat. Ein herzliches Grüß Gott. Meine Damen und Herren, zum 8. Mal vergeben wir heute den Phoenix-Preis und würdigen damit außergewöhnliche unternehmerische Leistungen sowie gesellschaftliches und soziales Engagement. Ziele des Phoenix-Preises sind, das wirtschaftliche Engagement dieser Unternehmen sichtbar zu machen und gleichzeitig ihre preiswürdige Rolle als Akteure der Münchner Wirtschaft in den Vordergrund zu stellen. Der Erfolg der ausgezeichneten Migrantenunternehmen ist beispielhaft für die vielen Unternehmungen in unserer Stadt. Der Phoenix-Preis soll auch zum Nachahmen animieren und unternehmerisches Engagement von Migrantinnen und Migranten fördern. Ich möchte an dieser Stelle schon einmal allen Preisträgerinnen und Preisträgern im Namen der Landeshauptstadt München, aber auch ganz persönlich gratulieren. Mit Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement haben Sie sich um das Wohl der Stadt München verdient gemacht. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Qualität und Vielseitigkeit der Bewerberinnen und Bewerber ist in diesem Jahr wieder einmal besonders beeindruckend und veranschaulicht auf bemerkenswerte Weise die vielfältigen Angebots- und Branchenstruktur der Migrantenökonomie in unserer Stadt. Für eine internationale Stadt wie München ist das Thema Integration also nicht nur von großer gesellschaftlicher, sondern eben auch von wirtschaftlicher Relevanz. Und deshalb möchten wir mit der Verleihung des Phoenix-Preises den Fokus auf erfolgreiche Akteure und Betriebe legen. Wir würdigen heute 5 erfolgreiche Unternehmen. 5 Migrantenunternehmen, die zeigen, dass sich herausragende wirtschaftliche Leistung und gesellschaftliches Engagement nicht ausschließen. Ganz im Gegenteil. In diesem Jahr sind 31 Bewerbungen eingegangen. Die große Resonanz zeigt, wie gut der Preis im 8. Jahr seines Bestehens angenommen wird. Hinter den 31 Unternehmen, die sich beworben haben, stehen 31 Erfolgsgeschichten. Die meisten sind dem Dienstleistungssektor zuzuordnen, gefolgt vom Handwerk und der Modebranche. 31 Unternehmen, die 15 verschiedene Nationalitäten vertreten. 31 Unternehmen, von denen 11 von Frauen geleitet werden und 31 Unternehmen, in denen insgesamt 372 Personen beschäftigt sind. 181 Männer und 191 Frauen. Auch das sind bemerkenswerte Zahlen. Der Phoenix-Preis ist an den gleichnamigen mythischen Vogel angelehnt, der bekanntlich das Entstehen von etwas Neuem symbolisiert. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass Ihr Beispiel anderen Münchnerinnen und Münchnern mit Migrationshintergrund Mut macht, neue Wege zu gehen. Sie sind beeindruckende Vorbilder. Herzlichen Glückwunsch. Für ein Grußwort an die Vorsitzende des Münchner Migrationsbeirates, Dimitrina Lang, übergeben. Herzlich willkommen. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmidt, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger,
Verehrte Vertreterinnen und Vertreter des Stadtrates, liebe Kolleginnen aus dem Migrationsbeirat, ich habe heute einige hier gesehen, liebe Gäste, ich freue mich, Sie im Namen des Migrationsbeirates hier in diesem schönen Saal und zu diesem besonderen Anlass begrüßen zu dürfen. Und Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, für die Auszeichnung auch natürlich sehr herzlich gratulieren. Gemeinsam mit dem Referat für Arbeit und Wirtschaft vergeben wir jährlich den Phoenix-Preis für Wirtschaftsunternehmen mit Migrationshintergrund. Migrantenunternehmen sind bedeutende Akteure, wenn es um Sicherung von Arbeitsplätzen, die Schaffung einer Beschäftigungsmöglichkeiten und den Abbau von Arbeitslosigkeit in unserer Stadt geht. Somit bieten diese Unternehmen nicht nur Beschäftigung, sondern auch soziale Sicherheit und Teilhabe. Besonders in der heutigen Zeit, in der wieder fremdfeindliche und diskriminierende Äußerungen salonfähig geworden sind, ist es sehr wichtig, deswegen klare, zukunftsorientierte Zeichen zu setzen. Schwerpunkt unserer Bestrebungen sollte ein erfolgreiches Miteinander sowie ein kommunikativer und toleranter Austausch sein. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern, aber natürlich auch bei allen, die sich hier für diesen Preis beworben haben, ganz herzlich bedanken. Die große Vielfalt unter den Bewerberinnen und Bewerbern hat es uns als Jury sicher nicht leicht gemacht. Und ich kann versichern, dass jeder von Ihnen diesen Preis verdient hat. In diesem Sinne möchte ich mich nochmal herzlich bei allen bedanken und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend mit vielen interessanten Gesprächen und Kontakten. Vielen Dank. Ja, und last but not least, in der Kategorie etablierte Unternehmen geht ein Phoenix-Preis in diesem Jahr an das Musikinstitut ENIMA. Herzlichen Glückwunsch, Georg Papageorgiou. Meine Damen und Herren, das Wort ENIMA stammt aus der Antike und bedeutet so viel wie die Entstehung oder die Geburt. Beschäftigt man sich mit Musik, entsteht Kreativität und aus dieser Kreativität heraus entsteht Zufriedenheit. Genau aus diesem Grund nennt sich dieses Musikinstitut ENIMA. Denn dort will man die Entstehung von Kreativität und der Zufriedenheit fördern und festigen. ENIMA wurde 2002 in München von dem aus Griechenland stammenden Georg Papageorgiou gegründet. Seitdem steigen die Schülerzahlen stetig. Ob kleine Mädchen oder Buben in der musikalischen Früherziehung, Kinder und Jugendliche oder Erwachsene und Senioren, für alle gibt es dort die Möglichkeit, Musik zu erleben. Die Atmosphäre bei ENIMA ist frei und ungezwungen, ohne Vorurteile und ohne veraltete Strukturen. Jeder Schüler kann sein Lerntempo selbst bestimmen. Daher wählt ENIMA bewusst die Bezeichnung Musikinstitut und nicht Musikschule. Außerdem will das Musikinstitut dadurch eine Flexibilität und effizientere Orientierung an den musikalischen Bedürfnissen erreichen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Papageorgiou. Dankeschön. Sehr verehrter Herr Bürgermeister, liebe Vertreter aus Politik, Presse und Wirtschaft, vielen Dank. Ich kann Ihnen versichern, der Preis ist wirklich schwer, den kann man nicht so lange halten. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Preis bekommen und diese Ehrung, weil es ja, ich meine, wir machen jeden Tag nur unsere Arbeit und dafür bekommen wir jetzt auch noch einen Preis. Daran hat nie jemand von uns gedacht. Wir haben sehr viel in den letzten Tagen überlegt, was ist Erfolg eigentlich? Was macht uns erfolgreich, wenn man so will, dass wir erfolgreich sind? Und sind eigentlich zum Schluss gekommen mit dem gesamten Team, es ist der Mensch, der es ausmacht. Es stand am Anfang ein Traum, es stand, so wie es oft so ist, kein Budget da. Und es war natürlich wie aus heutiger Sicht, aus unternehmerischer Sicht, selbstverständlich, dass sich
keine Bank bereit erklärt hat, unsere Idee zu finanzieren, weil unsere Idee war nicht erklärbar. Es ging um ein Zentrum zu schaffen, wo man Musik lehrt, wo man sich aber auch trifft und wo man Menschen begegnet. Ein musikalisches Zentrum der Begegnung. Das haben wir im Laufe der Zeit, in den letzten 16 Jahren, Stück für Stück und wirklich in ganz kleinen Schritten hingekriegt. Und dahinter, darin und davor steht eigentlich immer die Familie. Wir sind ein Familienunternehmen in doppelter Hinsicht. Und zwar erstens, weil ich schon so ziemlich behaupten kann, dass meine drei Söhne fast im Büro zur Welt gekommen sind. Und dann war meine Frau einige Tage weg und dann sofort wieder bei der Arbeit. Und nicht, weil sie musste und weil es nicht anders ging, sondern weil wir es einfach gerne so gemacht haben. Dann hat sich das eben entwickelt. Wir mussten viermal expandieren in dieser Zeit, weil im Mittelpunkt immer der Mensch stand. Musik ist ja ein internationales Kulturgut, das niemandem gehört. Niemand kann sagen, er hat es erfunden. Das ist für alle da. Das bedeutet für alle Nationen, aber auch für Schwächere, für Begabte, für weniger Begabte, für Leute, die sehr fleißig sind und für die nicht sehr fleißig sind. Musik ist für alle da. Und das stand immer bei uns im Mittelpunkt. Natürlich hatten wir auch sehr, sehr viel Glück in der ganzen Zeit. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben uns natürlich unsere Räume dort angemietet, wo man erstens gut erreichbar ist, mitten in der Stadt, und haben es natürlich in Kauf genommen, dass man dann halt etwas mehr Miete zahlt. Aber das war uns sehr wichtig, weil, wie ich immer finde, das Auge hört mit. Es geht nicht nur um das Ohr. Das war uns sehr, sehr wichtig. Und natürlich sind wir neben einem traditionsreichen Musikhaus gelandet, in der Firma Lindberg. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, als in der ganzen Anfangseuphorie wir oft gesprochen haben mit der damaligen Geschäftsleitung von der Firma Lindberg. Es ging oft um Ideen, die wir umsetzen wollten, und es gab da einige Sätze, die mich sehr inspiriert haben vom Herrn Knoll. Und einer davon war, nicht reden, moha. Das hat mich so weitergebracht, dieser Satz. Einfach nicht ständig rumzudiskutieren, sondern einfach ein Projekt zu beginnen mit dem, was man zur Verfügung hat. Und das haben wir genau gemacht und das machen wir bis jetzt und werden es natürlich in der Zukunft weitermachen, weil umso weiter man wächst, umso mehr Ideen entstehen, umso mehr breitet man sich aus. Und natürlich im Laufe der Zeit konnten wir ein so nettes Team zusammenstellen, bei dem ich mich sehr herzlich heute bedanken möchte. Mit euch macht es wirklich Spaß zu arbeiten. Vielen Dank. Der Preis ist auch für euch. Natürlich, Sie merken, ich gehöre eigentlich zu dieser Seite, an der musikalischen und nicht an der Rednerseite. Aber wir haben uns natürlich die Chance nicht nehmen lassen, etwas Musikalisches darzubieten, und haben natürlich drei Schüler mitgenommen, mit denen wir gleich was Musikalisches vorführen können. Dann bitte ich Sie vielleicht um einen herzlichen Applaus für Sima, Dayan, Milena und Theo. We'll be right back.
Κρατάω μαχαίρι. Έχω στα στήθια μου τους στίχους του σε φέρει. Έχω τον Όλυμπο τον ημίτο, το παλαμίδι την κυρά της ρο. Δε σε φοβάμαι. Δε σε φοβάμαι. Δε σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δε σε φοβάμαι. Δε
σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δε σε φοβάμαι, δε σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Δε σε φοβάμαι, δε σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνάω και κοιμάμαι. Dankeschön. Ja, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, zum Abschluss des offiziellen Teils möchte ich mich bei der Jury bedanken. Die Jurymitglieder standen vor der schwierigen Aufgabe, die Preisträger aus einer großen Anzahl hochqualifizierter und sehr engagierter Unternehmen auszuwählen. Mein Dank gilt außerdem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Referats für Arbeit und Wirtschaft für die Organisation der Preisverleihung, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der IHK und der Handwerkskammer für München und Oberbayern für die Unterstützung in der Jury. Besonders möchte ich mich bei den Vertreterinnen und Vertretern der Migrantenorganisationen bedanken. Sie haben uns in den vergangenen Jahren tatkräftig dabei unterstützt, den Phoenix-Preis bekannt zu machen. Damit sind wir jetzt fast am Ende des formellen Teils angelangt. Vielen Dank, gute und angenehme Gespräche und noch einen schönen Abend.